Willkommen zurück, meine Freunde. Wir spielen weiter Element 120, The Transmission. Umgekehrt. Mal aus, die Funzel hier. Aus da! Ruhe! Aus allen Zombie-Spielen wissen wir, mach die Tür lieber zu. Was ist das? Nicht wichtig. Was ist das? Nicht wichtig. Oder vielleicht doch? Das ist doch bestimmt wichtig. Irgendwie. Muss ich mir das angucken oder so? Ah, Luftschächte. Kann ich irgendwo draufsteigen? Ups! Entschuldigung. Yay! Unerwartet. Headcrabs? Solchen Schächten sind immer Headcrabs. War nur ein Test. Headcrabs? Klug, dann auch noch genau hochzugucken. Na. Okay, wenn hier keine Headcrabs sind, dann sind hier immer diese. Oh. Aua. Diese Fressteile mit den Lianen, die dich hochziehen. Das geht auch. Niemand hat mich gehört. Ruhe! Ruhe! Ja. Puss! Puss! Auf, Mike! Moment mal. Ist das etwa... Muss mal kurz was testen. Ist das eine Gravitationswaffe? Nö. Vielleicht... Ich will... Lass mich doch mal nur lesen. Aha. Ich werde aufgepumpt. Ja, die Musik gefällt mir. Knöpfchen. Ah. Doof. Was haben wir noch hier? Wollte nur mal sicher gehen, dass man mich wirklich nicht gehört hat. Lass mich in Ruhe. Patz! Ist irgendwas kaputt? Nein. Kommt man hier auch so hoch? Weil hier komme ich nicht hoch, oder? Ach, das ist, wie hoch die es geschafft haben. Na, besser als Mike und JT. Half-Life 2. Ach, fuck, ich dachte so, Half-Life 3 confirmed. Oh, sorry. Tötet das Ding hier auch? Ich befürchte, dass wir das jetzt gleich herausfinden werden. Leider. Also genug Lärm macht es. Okay. Wollt mal gucken, ob euch das tötet. Entschuldigung.
Danke. Guten Hunger! Lade da! Hurra! Also habe ich irgendwas richtig gemacht, glaube ich. Solange das Spiel jetzt nicht wieder abstürzt. Errungenschaft! Entkommen! Huha! Hallo? Daten? Das Spiel hat verdammt lange Ladezeiten. Hallöchen! Seht ihr mich? Stirb, Headcrab! Headbitch. Crappy stuff. Ah, wir sind anscheinend in irgendeinem blöden Industriekomplex hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich möchte diese Waffen noch nicht deaktivieren. Ursprünglich war das aber nur so ein Gefühl. Hallo? Guck weg! Was brauche ich denn dafür? Irgendwas kommt doch hier auf mich zu. Das ist doch kein Zufall, dass ich das hier aktivieren kann und hier mehrere Geschosse habe. Wo ist das Ding hingeflogen? Was ist das? Wie lange dreht sich das? Ach, ist mir auch egal. Eins haben wir da, für die Zombies, die von da kommen. Von da unten werden wahrscheinlich welche kommen, so vermute ich. Wo verdammt nochmal ist das andere Ding hingeflogen? Die Waffe, die ich aus Versehen weggeschossen habe gerade. Na, super. Das wäre nämlich eine nette Hilfe gewesen. Okay, dann also irgendwie das hier öffnen. Was haben wir hier für ein Schloss? Z? Nein. E? F? Nein. Ist das nicht so ein Drehdings? Na gut. Ich gebe zu, das war vielleicht nicht die klügste Entscheidung. Oh oh. Yay, hat mir das also auch geklärt. Und trotzdem glaube ich, wir haben gleich some bitches Probleme. Naja, wenigstens haben wir noch ein Gewehr, das uns hilft. Sei denn. Eigentlich mögt ihr mich nicht, ich weiß, aber. Du willst mich doch verarschen jetzt! Suizid-Zombies! Yay!
Headcrab. Sag ich doch, hier werden Zombies kommen. Wusste nicht, dass die hüpfen. Hey, Bitches. Yay. Alien vs. Predator. Man fragt sich mit diesem Spiel, was man selber ist. Headcrab abgefangen! Es ist laut! Schweige Stille. Puh, hey, Headcrab. Kann ich jetzt? Nein. Das heißt, da kommt noch irgendwo was. Ah, da hinten. Kopfkrabbe. Kann ich jetzt? Oh, konnte ich schon die ganze Zeit? Okay. Könnte ich die Tür bitte wieder zumachen? Danke. Meine Güte! Jetzt haben wir es ja noch mit Waves zu tun. Ich mag die Waffe. Eine Gravity Gun. Ich möchte ja nichts sagen, aber... Alles will uns töten. Wirklich verdammt nochmal alles. Kann man das drehen? Okay, dann keine Experimente mehr. Ich habe die Tonne vorgeschickt, um zu gucken, ob da Landminen sind. Ich scheine da hoch zu müssen. Ist aber nur so eine Vermutung. Hallo du. Uhu. Die behalten wir uns lieber erstmal. Ja, wird schon wichtig gewesen sein. Irgendwas mit, wir haben Anweisungen, hier die Nacht zu verbringen und so weiter. Oh. Irgendwie so, irgendwas sagt mir, dass sie die Nacht nicht sehr glücklich verbracht haben hier. Scheiß Tür. Was war das? Wie komme ich da rein? Die Tür ist zu. Einfach hier durch, oder was? Nein. Ja, klar. Ich komme damit nicht durch eine Scheibe. Makes perfectly sense. Nein, ich will zurück. Ich möchte die Waffe haben. Auf einer Armbrust. Ich muss diese Armbrust haben. Vielleicht gibt es irgendwo einen Schlüssel. Gibt es einen Half-Life-Schlüssel? Keycards.
Ach komm schon, echt jetzt, Spiel. Oh. Oh, es wird ja wieder Zeit, Mensch. Oh, echt jetzt. Ach. Jedes Mal beim Hin- und Herlaufen jetzt. Na gut, es ist sowieso Zeit. Also denke ich, lasse ich die ganze Episode mal hier stehen. Und ihr kennt das Prinzip ja. Wenn euch die ganze Episode gefallen hat und das Spiel und was auch immer und ihr die Entwickler unterstützen wollt, Link ist in der Videobeschreibung, ladet es euch runter. Aha. Ups. Mist. Ansonsten, nehmt. Jetzt ist sie offen. Nehmt eine Brechstange oder eine Waffe eurer Wahl und prügelt damit auf den Like-Button ein, bis er schreit. Gib mir die Waffe. Gib mir die verdammte Waffe. Gib mir doch die Scheißwaffe. Gut, dann gib mir eben nicht die Scheißwaffe. Ich will sie eh nicht haben. Du bist schuld. Du brauchst sie doch nicht mehr. Ah, na gut. Wir machen. Können wir weiter? Nein. Wir machen einfach weiter, auch wenn der uns hier nicht die Armbrust geben möchte, weil er meint, er müsste sie nach seinem Tod noch behalten, obwohl er sie nicht mal festhält. Komm schon. Man muss nur lange genug ziehen. Glühende Eisenstäbe. Ha, wir haben eine Armbrust und damit geht es in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, euer Wolf.